Hallo, hier ist wieder euer Aquarianer und in diesem Video soll es einmal um die Sumpfbepflanzung gehen. Und zwar nicht etwa um die einheimische, sondern um die exotischen Sumpfpflanzen, die ihr euch nach Hause holen könnt an euren Gartenteich, wo die Bedingungen für Sumpfpflanzen äußerst geeignet sind und auch im Winter sehr beständig, denn es handelt sich um winterharte Sumpfpflanzen. Also bleibt dran, denn es wird sicher spannend, wenn ich euch jetzt meinen Wasserbambus, meine Zwergbananen und meine Palmetten vorstelle. Hier befinden wir uns also schon an meinem Gartenteich, den ihr vielleicht auch schon gesehen habt in einem anderen Video, wo ich meine Goldfische hier drin übergeben habe. Und hier am Rand seht ihr jetzt nun schon meine Pflanzen, und zwar handelt es sich hierbei um meine rosa Zwergbananen. Wie ihr seht, sind sie allerdings nicht rosa, sondern grün, so wie jede andere Pflanze, auch die ihr im Garten seht. Daher könnt ihr euch vielleicht schon erschließen, dass der Name rosa Zwergbanane darauf hindeutet, dass die Früchte, die sie trägt, nämlich rosa sind und nicht gelb wie bei normalen Bananen. Und ein weiteres interessantes, eine interessante Eigenschaft von diesen Pflanzen ist, dass sie auch in der Dunkelheit weiter wachsen können. Sie brauchen also nur sehr wenig Licht, aber je mehr Licht sie kriegen, desto größer werden sie natürlich. Also dabei handelt es sich natürlich um Sumpfpflanzen, die also in sehr feuchten Gebieten gerne wachsen. Und hier könnt ihr sehen, dass ich schon Maßnahmen ergriffen habe, denn im Winter, und das ist für Staudenpflanzen üblich, frieren sie nämlich zurück und es bleibt nur noch die Staude in der Mitte übrig, während die Blätter sich zurückbilden. Und damit sie im Winter nicht erfrieren, habe ich hier etwas Stroh darauf gelegt, damit sie isoliert sind gegen die Kälte. Und so kann man sie auch im Winter draußen halten und im nächsten Frühjahr erneut genießen. Hier seht ihr jetzt also meine zweite Pflanze, meine zweite Sumpfpflanze, und zwar den Wasserbambus, den ihr hier erkennen könnt. Dabei handelt es sich auch um eine Sumpfpflanze, die winterhart ist. Das heißt, hier kann man auch im Winter ohne Bedenken seine Pflanzen draußen im Garten wachsen lassen, denn sie werden nicht verkommen. Sie sind sehr schnellwüchsig und wachsen innerhalb von weniger Zeit, und ihr könnt vielleicht nicht erkennen, aber das hier geht mindestens noch einen halben Meter nach unten bis unter Wasser, unter die Wasseroberfläche, die sich unter meinem Schiff verbirgt. Und dadurch haben wir hier optimale Bedingungen für diese Pflanze, die gerne Sumpfgebiete bevorzugt. Ihr könnt also sehen, dass der Bambus auch sehr langsam sich zwar ausbreitet, aber durch sein enormes Wachstum und seine wenigen Ansprüche sich gegen die anderen Pflanzen hier behaupten kann. Ihr könnt ja sehen, dass durch meine Grase und Gräser teilweise die Wasserfläche komplett zugewachsen ist. Aber dennoch kann man sehen, dass die Bananen und der Bambus sich hier heraus erheben und trotzdem auf prächtige Größe heranwachsen und so am Ende sich behaupten können gegen andere Kräuter, die ihr vielleicht am Garten auch als lästig empfinden könntet. Ich habe auch in meinem Grün hier, in meiner Grünfläche, mehrere brasilianische Mammutblätter angepflanzt, die zwar noch nicht zu erkennen sind, aber sich innerhalb kürzester Zeit auf eine stattliche Größe heranwachsen sollten. Und ich kann euch auch noch mal zeigen, wie so ein Mammutblatt eigentlich aussieht. Hier könnt ihr es sehen, das Mammutblatt, dieses eine, was zwischen den Unkräutern sich hervorhebt durch seine Größe, was auch ein bisschen aussieht von der Form wie Salat, würde ich sagen, ist das Mammutblatt, welches am Ende schon mehrere Meter im Durchmesser kriegen kann und so nicht nur Schatten spendet, sondern auch einen imposanten Eindruck im Garten bietet. Hier könnt ihr auch noch meine beiden Bananen sehen, die zwar jetzt keine Sumpfbananen sind, aber wir haben ja eine Musa Bassio und eine rote Zwergbanane, die man erkennen kann, weil sie hier rote Unterseiten hat. Das ist eigentlich nur eine simple Zwergbanane. Und die Bananenfrüchte, die sie trägt, werden auch nicht rot sein, aber dafür die Unterseite der Blätter, was wirklich sehr erstaunlich wirkt, wenn ich das so sagen darf. Also kommt doch mit in mein schattiges Gebiet, wo ich euch jetzt noch die Sabal Minor zeigen kann, welche hauptsächlich im Schatten sich verbirgt. Also wollen wir uns mal hier hervorkämpfen. Es ist nicht so leicht, hier durchzukommen, aber es ist möglich. Und hier können wir jetzt vielleicht auch mal sehen, meine Sabal Minor. Die hier wächst im Schatten, und ihr könnt sehen, dass trotz des immensen Schattens, der hier gespendet wird durch meine Pflanzen, der Wasserspiegel im Teich durchaus etwas gesunken ist. Aber ich bin sicher, die Goldfische, die sich hier befinden, sind alle noch quicklebendig,
denn ich fütter sie regelmäßig und auch ab und zu schaue ich nach ihnen. Also ich denke, hier fühlen sie sich ganz wohl. Eventuell müsste man hier auch dafür achten, dass sie im Winter nicht auskühlen. Aber die Pflanzen bieten auch eine Art Isolation für das Wasser. Wie auch meine anderen Pflanzen, ich kann es nicht oft genug betonen, sind auch meine Sabal Minor schnellwüchsig und winterhart. Das heißt, sie wachsen schnell und sie überstehen den Winter. Und hier habe ich aus meinen ureigenen Samen herangezogen, die ich angezüchtet habe. Und ihr könnt sehen, dass sie zwar noch etwas klein ist, aber sich auch im Schatten sehr wohl ausbreiten kann bzw. anwachsen kann. Natürlich kann man davon ausgehen, dass sie hier nicht die Maximalgröße erreicht, die sie beispielsweise in knalliger Sonne erhält. Aber eine zu große Größe wäre beispielsweise hier auch ungeeignet, weil man sonst überhaupt nicht mehr vorbeikommen würde. Und nebenbei sehen wir hier auch noch meinen chinesischen Bambus, welcher sich vom europäischen Bambus dadurch unterscheidet, dass dieser hier aus China stammt ursprünglich, wie so gut wie jeder Bambus, den ihr kennt. Zum Beispiel im China-Restaurant in Form von Dekorationselementen oder auch auf der Speisekarte. Aber auf der Speisekarte stehen meistens nur die Bambussprossen. Aber wenn ihr mehr über Bambus erfahren wollt, müsst ihr bei den Bambusboys vorbeischauen. Hier könnt ihr auch an meinem Teichrand die Anonen erkennen, die Landanonen, die nicht zu verwechseln sind mit den Teichanonen. Denn die Teichanonen befinden sich unter Wasser und tragen den spezifischen Namen Stratoides aloides. Darüber habe ich auch schon ein Video gemacht über Unterwasserpflanzen, also das könnt ihr euch auch anschauen, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt. Hier seht ihr aber meine Landalonen, die eigentlich keine Sumpfpflanzen sind, aber sich wie aus unerklärlichen magischen Gründen doch direkt im sumpfigen Randgebiet meines Gartenteichs ansiedeln. Denn hier kriegen sie alles, was sie brauchen und sind auch sehr schnellwüchsig. Hier könnt ihr auch schon überall erkennen, dass sich von meinen Landalonen Ableger bilden. Und ich kann auch dazu erwähnen, dass sie in einiger Zeit anfangen, weiß zu blühen und wirklich sehr schnell sich verbreiten und so ein schönes Bild bieten. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir doch nochmal und schauen uns meine Wasseralonen an, damit wir einen Vergleich sehen können, also meine Teichalonen. Ja, hier seht ihr jetzt meine Teichalonen im Vergleich zu meinen Landalonen. Hier könnt ihr die kleinen weißen Blüten sehen und auch andere schöne Pflanzen, unter anderem halt, aber hauptsächlich könnt ihr hier erkennen, es sind auch so kleine Blümchen auf der Wasseroberfläche. Und auch die neben den Seerosen können sie sich gut behaupten. Also nun sind wir hier im Keller. Hier könnt ihr auch nochmal mein Mammutblatt erkennen, das ich extra hier im schattigen Dunkel hingestellt habe, weil ich es noch nicht ausgepflanzt habe. Denn ihr müsst wissen, nach weniger Sekunden nach dem Auspflanzen und Kontakt mit Sonnenlicht kann es schon anfangen zu wachsen. Und dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis es eine so hohe Größe erreicht, dass es nie wieder möglich ist, es an einen anderen Standort zu setzen. Allerdings kann man es entfernen. Es sind ja nur riesige Blätter und keine baumstammartigen Geschwülste. Von daher würde ich sagen, ihr überlegt euch bestenfalls vorher, wo ihr euer Mammutblatt anpflanzt, damit ihr keine Probleme mit dem Standort im späteren Verlauf habt. Und bis ich mir den überlegt habe, ist es hier gut aufgehoben. Und nun würde ich sagen, kann ich mich auch schon wieder von euch verabschieden für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was euch am ehesten davon interessiert und begeistert. Habt ihr vielleicht auch vor, euch Sumpfrandbepflanzung an euren Teich zuzulegen? Falls ja, dann freue ich mich natürlich. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr mich abonniert habt. Und falls ihr das noch nicht habt, dann tut das bitte. Und vergesst auch nicht, die Glocke zu läuten, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Aquariane.